Hallo meine lieben Freunde, seid ihr schon da? Moin, ja, willkommen hier zum neuen Wartestream auf die Nintendo Direct. Ich freue mich schon. ja, Nintendo Direct, mal gucken, ob die kommt. Das ist so die Frage der Fragen. Wir werden es rausfinden. Um 15 Uhr kommt eventuell die Ankündigung. Yay, so, erstmal kurz auf Twitter und Discord teilen. So, meine Lieben, ist denn schon jemand da? Wir gucken mal. Wir schaffen das. Oh, sind schon 17 Leute da. Okay, hallo. Moin. So, erstmal kurz den Chat. Warte, wir haben es gleich alles. Ich muss ja jedes Mal den Chat ändern. Ganz ruhig, wir schaffen das. So, warte mal. Da. Bumm. Tada, sehr schön. Optimal. Ja, moin Leute. Wie letzte Woche schon angekündigt, machen wir das diesmal wieder. Sevi, moin. Adrian, Leuna, moin. Tonadino, moin. Pekka, SideB, moin. Neo, moin. Maxi, moin. War. Pius, moin. Maxi, moin. Sees, moin. Mr. Nintendo SG, moin. Mirko Play, moin. Lisa, hi. Dishan, Peter, alles klar. Ja, ich glaube, das wird heute wieder was. Was heute auch was wird, ist. Wenn du nach oben gucken tut, nach rechts oben mein Akkustand 3%. Geil. Als ich den. Ja, moin, erstmal bricht das Mikro hier halb zusammen. Als ich den Stream vor 10 Minuten ungefähr eingestellt habe, hatte ich 0% Akku. Also auf jeden Fall läuft der Akkustand richtig stabil nach oben, wie man sieht. Braucht nur 3 Stunden. Ja, wir spielen heute ein bisschen nebenbei beim Talken und warten auf die Direct. Spielen wir heute ein bisschen Mario Maker. Und zwar machen wir heute die Endlos-Mission ein bisschen. Und wir talken nebenbei so ein bisschen und warten gemeinsam auf die wunderschöne Ankündigung, wenn sie dann kommt. Letztes Mal haben wir Mario Kart gemacht, aber da habe ich so ein bisschen gemerkt, das ist nicht so gut, um zu talken, weil du kannst da nicht auf Pause drücken und so. Deswegen machen wir heute Mario Maker, da kann ich jederzeit auf Pause drücken bei den Leveln. Das ist gar kein Problem. Dies machen wir heute und gucken mal, was heute kommt. Auf dem Thumbnail seht ihr Arms Direct. Das ist halt als Witz. Das war nicht auf Twitter gestern ein Witz, dass eine Arms Direct kommt und ja, deswegen habe ich das mal aufs Thumbnail getan. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt schon wieder los hier? Ja moin! Sibi! Willkommen zurück, mein Lieber! Ja, Herzen auch für Sibi in den Chat und Pilze, Leute, ganz wichtig, Pilze. Sibi, welcome back hier bei den VIP-Toasts. Danke dir. Ich habe gar nicht gemerkt, dass du nicht mehr VIP warst. Deswegen, hallo, willkommen zurück. Moin, moin. So. Moin auch an Yui, Tim, CST, Leuven, Game Guy, Servus, Sunny Orphs. Moin, moin. Jasmina X2, hallo. Jens Ritter, moin. Wieso, warum steht bei deinem Videobild 16. Januar? Ist das noch das alte Thumbnail? Ich habe eigentlich das Thumbnail aktualisiert, aber wir kennen ja alle YouTube. Nee. Ich bin ja komplett lost, Alter. Alex, das müssen wir erstmal ändern. Das geht so gar nicht. Ich bin ja komplett lost. Dankeschön fürs Informieren. Gronk-Fan, moin. Ich habe extra das Thumbnail neu gemacht. Man sieht ja den Hintergrund, der ist neu und oben ist als Witz ein Arms-Logo und so. Und dann habe ich einfach dieselbe Zahl wieder hingeschrieben. Ey! What the fuck? Was geht denn jetzt ab hier? Warum ist das jetzt dreimal? Düt, düt, düt. Ja, läuft das schon wieder optimal hier? Ja, ganz geil. Vater Ibrahim, Dankeschön für 1 Euro. Ein Pilz, danke dir. Hab dich noch gar nicht im Chat gegrüßt. Moin, erstmal Mr. Toad auch moin noch an dich hier. So, Donnerstag ist der 23. Ne? Ja. So, ich glaube, es kackt jetzt hier mein halber PC ab, weil Photoshop immer relativ viel RAM fressen tut, aber. Das klappt schon noch. So. Haben heute den 3, wir haben den 23. Bin ja komplett lost. Ja, danke schon auf jeden Fall fürs Informieren. Ja, dann machst du ein neues Thumbnail und dann, joa, vergisst du die Zahl zu ändern. Just, du bist so ein Profi. Ja, kommen wir gleich zum Thema. Vielleicht kommt heute die nächste Direct. Ich bin zwar ganz ehrlich, ich rechne jetzt nicht unbedingt damit,
Aber so alleine als Witz das schon zu machen. Und es ist bei Nintendo ja alles möglich, ne? Es kann ja sein. Deswegen, warum nicht? Deswegen dachte ich mir, machen wir das heute auch mal wieder wie beim letzten Mal. Why not, ne? Warum nicht? So. Danke dir auf jeden Fall für die Donation auch. So. Ist heute eine Direct. Vielleicht ist um 15 Uhr eine Direct-Ankündigung. Das werden wir gemeinsam sehen. Ich werde kurz vor 15 Uhr auf Twitter switchen und gucken, ob Nintendo irgendwas dazu schreiben tut. Guck mal, Leute, ich bin so süchtig. 747. Wollen wir hier weitermachen? Ja, jetzt zum Talken ist es, glaube ich, ganz gut. Machen wir hier weiter. Eieiei. Let's play Luis, moin. Ach und hey, moin, moin. So, moin auch an Heinz Günther. Hallo. Muss er gehen, alles klar, Adrian, hau rein. Wer freut sich auf Persona 5 Royal? Sagt mir gar nichts. Die Smash Direct kam ja auch plötzlich. Ja, genau. Und genau einer Woche nach der Pokémon Direct. Und es muss ja irgendwas zu Animal Crossing vor dem 15. Februar kommen, habe ich gehört. Da kommt in Japan eine Zeitschrift raus und da gibt es anscheinend neue Informationen. Also bis zum 15. müssen wir Informationen haben. Vielleicht kommt halt Animal Crossing Direct. Vielleicht auch eine normale. Vielleicht auch gar nichts. Das werden wir sehen um 15 Uhr. Bleiben Sie dran, Leute! Hallo Pete! Du bist ja gar kein VIP mehr. Hi auf jeden Fall. Ich glaube, die Direct kommt erst im Februar. Ja, ist so eine Sache. Ist so eine Sache. Heute kommt Arms 2, genau. Ist der Stream live? In der Tat, Matze. Moin. Oh Gott. Ich bin so gut. Ja, nebenbei spielen ein bisschen die Endlos-Mission hier. Weil ich da besser talken kann als bei Mario Kart 8, wie beim letzten Mal. So, das müssen wir überlegen hier. Auf so ein Level habe ich erstmal gar keinen Bock. Ne, jetzt mal ganz schnell weg hier. Gar keine Lust auf so einen Scheiß jetzt hier. Ah, Rollen HDX2. Moin, moin. Heute kommt Arms 2, ja? Deswegen habe ich es auch ins Thumbnail getan. Vielleicht erwartet uns heute eine Arms Direct. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Ich merke gerade so ein bisschen, ich bin halb am Sterben. Nee, das nicht, aber ich habe ein bisschen minimale Kopfschmerzen. Das belastet mich gerade ein bisschen hart. Warum? Ich warte auf eine Direct. Lieber Kopf, bitte beruhigen Sie sich. Wow. Da ist einfach das Ziel. Sehr gut. Kiki, moin. Hallo. Hallo. Moin. Bin jetzt nicht so gehypt auf die PS5. Ja, ich bist ja auch nicht, ne? Also, Hardware. Ich wollte gerade ein Herz geben, Alter. Bin ich komplett lost. Hardware begeistert mich jetzt eh nicht so. Also, für mich müssen die Spiele gut sein. Da kann die PlayStation 5 zweimal besser als die Xbox Series X sein oder viermal besser als die PlayStation 4. Das juckt mich nicht. Die Spiele müssen gut sein. Und es gibt ein paar Spiele auf der PlayStation 4, die ich ganz gut fand. Hallo Dennis X2, hallo Lord Tobi. Aber ich habe es mir trotzdem nie gekauft. Weil, ja, am Anfang hatte ich kein Interesse, also wo sie so rauskam und so, ne, da war ich ja noch voll in der Wii, ja, Wii U hatte ich da gerade erst, ne, noch nicht mal. Doch, 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 Wii U. Und, ja, alles klar. Und, so später dachte ich mir so, ja, kommt ja eh bald die neue, deswegen warte es gleich ab, ne, so seit 2 Jahren denke ich mir so, ich könnte es mir eigentlich kaufen, aber kommt ja eh bald eine neue. Ich bin so lost, ne, was ist das hier, ey? Ich verliere Leben in der Endlos-Herausforderung leicht. Ich bin voll gut. Oh Gott, ey. Pokerface, moin! So, jetzt warten wir hier ab. Oh, ja, es kann so einfach sein im Leben. Das Leben. Okay. Das Leben kann so einfach sein. Yay! Moin, Dennis HD 300. Moin, moin. Hallo, Jonas. Moin. Ja, mal gucken, ob. Der kann automatisch in Röhren gehen? Das wusste ich noch gar nicht. Mal gucken, ob um 15 Uhr eine Direct-Ankündigung kommt oder nicht. Vor 2 Wochen hatten wir die Pokémon Direct. Letzte Woche hatten wir die Smash Direct. Und diese Woche Animal Crossing. Oder Arms. Oder eine normale. Wir werden sehen um 15 Uhr. Ja, schreibt mal gerne im Chat. Glaubt ihr, heute kommt noch eine Direct? Entweder.
Ja, eine 1 schreiben und wenn nein, eine 2 schreiben. Hauen Sie rein. Was denkt ihr? Jedenfalls habe ich das Level geschafft, weil ich gut bin. Hallo Sven, moin. Warum sollte Nintendo heute eine Ankündigung zu einer möglichen Nintendo Direct verkünden? Weil Nintendo immer dienstags für Donnerstag eine Ankündigung tut. Also wenn eine diese Woche kommt, dann heute die Ankündigung. Ja, ja. Eins war ja, ne? Eins. Kurionio, Alter. Schreibt 0. 3. 0, 2, 0, 2, 0, 2, 2, 2, 1. Also ich bin auf jeden Fall bei den Leuten, die eine 3 schreiben. Sehe ich genauso. 3 oder 0, das ist einfach die richtige Antwort. 0 bedeutet, Bruder, keine Ahnung. Und 3 bedeutet, Bruder, das wird eine Arms Direct. Das sehe ich auch so. Heute kommt eine Arms Direct. Ja, moin an die 40 Leute hier. Grüßt euch. Moin, moin. Ja, wir haben heute wieder ein bisschen Spaß hier. So, und warten gemeinsam auf 15 Uhr. In der Tat. Achso, ja, das ergibt natürlich Sinn, ja. Vielleicht eine Captain Toad Direct. In der Tat, das auf jeden Fall. Was erwartest du von der Direct? Ja, es kommt drauf an, was halt kommt, ne? Also, ob eine kommt, das ist Option 1. Kommt überhaupt eine? Wenn ja, was für eine? Entweder Animal Crossing oder normale. Ich sag mal so, es ist nicht ganz so wahrscheinlich heute. Aber man kann ja aber hoffen, ne? Also mit der Smash Direct habe ich letzte Woche auch nicht gerechnet und mit der Pokémon erst recht nicht. Deswegen, es ist alles möglich. Es ist nicht so wahrscheinlich heute. Deswegen seid nicht zu enttäuscht, Leute. Aber komm, wir talken ein bisschen, gucken, ob was passiert. Ist doch ganz nett. Und dann sehen wir weiter. Sonst wird es halt Anfang Februar. Aber ja, ich habe ja schon letzte Woche mit der Direct gerechnet, deswegen, da kam dann eine Smash Direct. Also von daher, es ist alles möglich, deswegen mal gucken, ne? Ist alles möglich. Hallo, Kilian, moin moin, wie geht's? So, was haben wir hier Schönes? Ja, wir spielen heute ein bisschen einfache Level, weil das ist ganz, okay, da geht er aber rein. Das ist ganz beruhigend. Larry und Pudding und Leon, moin. Oder Animal Crossing, ja, in der Tat. Weil wir gerade so viele Leute sind, kann ich auch nochmal ankündigen. Am Freitag habe ich vor, mein FAQ-Format, und zwar Fraktoad, im Livestream zu machen. Also mal so eine Talkrunde, so eine Fraktoad-Folge im Stream. Am Freitag habe ich das vor, jetzt die Ankündigung gerade bei euch hier. Ja, würde mich freuen, wenn er so am Start ist am Freitag. Machen wir einen schönen FAQ-Stream. Das habe ich damals ja schon zweimal gemacht. Das Format wird an diesem Tag, am Freitag, 3 Jahre alt, ja. Hat sich lang gehalten, so mehr oder weniger. Wird es am Freitag mal geben. Ja, sonst so. Ich will demnächst endlich mal Animal Crossing spielen, ne? Animal Crossing New Leaf. Möchte ich demnächst endlich mal spielen. Ich brauche da halt nur noch ein paar Sachen für. Also das wird irgendwann im Februar starten, Leute, wisst Bescheid. Ein Monat, bevor wir mit New Horizons neue Horizonte erkunden, werden wir das neue Leben spielen, wisst Bescheid. Ja. Wisst ihr Bescheid? Oder Nintendo Labo. Nee, das wäre jetzt schrecklich. Nintendo Labo, das ist halb tot. Hallo Pius, was passiert ab 1000 Level? Keine Ahnung, du. Das Level war ganz okay. Lass mir mal ein Like da. Ihr könnt auch gerne ein Like da lassen, Leute. Like den Stream. Dankeschön. Pius, mir geht es gut und dir? Soweit schon, ja. Soweit schon. Ja. Weiter geht's. 2020 wird ein teures Jahr. Bisher für mich nicht. Also bisher erwarte ich halt nur Animal Crossing, ne? Bisher kommt ja auch nur Animal Crossing. Und sonst mal gucken, ne? Ja, also so teuer ist es bisher für mich nicht. Ich habe in 2 Wochen ein neues Handy. Und zwar das OnePlus 7T. Gönne ich mir mit einem neuen Vertrag. Also ich bezahle keine, ich bezahle nichts für ein Handy. Ich weiß nicht, bin nicht so ein Typ dafür. Ich hole mir dann lieber einen Vertrag, kriege es für 5 Euro oder so. Anstatt für die Gorki irgendwie 600, 700 Euro zu bezahlen. Das mache ich nicht. Lohnt sich auch nicht wirklich. Deswegen Gönnung in 2 Wochen. New Leaf heißt neues Leben. Ja.
Ah, ich, nee, ich bin ein bisschen doof, ne? Lost am Start hier. Was ist das hier bitte? Ah, okay, Huawei wird es mit dem P40 schwer haben. Ja, das ist bisher nicht mehr angekündigt. Ich habe ja aktuell einen Huawei. Und ich bin damit auch soweit zufrieden. Aber ich hätte halt gerne mal so ein Android-Handy. Was mache ich hier eigentlich? Ich hätte gerne mal ein Android-Handy mit einem Android, was sehr nah am Original ist. Das Huawei ist ja sehr angepasst. Und ich habe da auch einen Launcher drauf, weil ich die Icons von Huawei gar nicht mag. Deswegen möchte ich diesmal mal ein Android-nahes Handy. Und das ist mit OnePlus auf jeden Fall gegeben. Da ist mal Gönnung angesagt. So, wunderbar. Ja. Und ja, Huawei wird es mit P40 schwer haben, weil sie ja immer noch keine Google-Dienste benutzen können, ja. Das ist blöd. Und das war so ein Punkt. Die haben ja jetzt im November das Mate 30 rausgehauen. Und vor 2 Jahren dachte ich mir so, ja, das wirst du dir dann holen. Also ich weiß ja, dass jedes Jahr immer eine neue Version kommt. Aber jetzt kann ich... Weiß ich, dass ich es nicht kaufen werde. Einfach aus dem Grund schon, es ist ohne Google-Dienste. Zum anderen hat es nicht mal einen Fingerabdrucksensor. Oder war das Handy? Ich bin mir gerade nicht sicher. Jedenfalls hat es nicht mal Lautstärke-Taste. Es hat nur so irgendwie, du musst am Rand vom Edge-Display da irgendwie tippen und dann hast du Lautstärke. Das mag ich nicht. Ich will ganz normale Tasten haben. Bumm. Sehr schön. Ich bin zufrieden mit meinem iPhone 7. Ja, ich bin halt der Android-Fan, ja. Pixel-Handys, das jetzige ist eine Katastrophe. Also das Pixel 4 ist eine Katastrophe. Der Akku ist ein Witz. Kamera ist zwar ganz gut, es hat... Ah, das Ding hat keinen Fingerabdrucksensor. Fingerabdrucksensor finde ich ganz wichtig. Es sieht furchtbar aus, also vorne zumindest. Viel zu fette Ränder und oben unten nicht mal gleich groß. Also das Pixel 4 gefällt mir mal so gar nicht. Das geht mal so gar nicht. Es kommt schon wieder dreimal. Kurionio. Alter, ich bin schon wieder hier Sprache lernen. Dankeschön für 2,29 Euro. Ja, was auch immer du jetzt mit deinem Discord-Namen mir sagen möchtest. Auf jeden Fall danke dir. Erst zum Pilz auf in den Chat, Leute. Ja, danke dir auf jeden Fall. Mein einziger Wunsch für eine mögliche kommende Nintendo Direct wäre eine Ankündigung zu einem neuen 3D-Mario. Ja, Mario Odyssey 2, theoretisch. Mr. Frogman, moin! Warum wird meine Nachricht nie angezeigt? Das kann ich dir auch nicht erklären. Anscheinend schreibst du irgendwas, was YouTube filtern tut. Folgt mir da auf Discord. Ah ja. Seit wann kann man auf Discord Abonnenten haben? Das ist ganz was Neues. Folgt mal auf Discord, Leute. Nee. Joint lieber mal im Discord-Server, Leute. Und schreibt mit mir und anderen. Kommt gerne auf meinen Discord-Server, Leute. Link dazu jetzt im Chat. Gut. Den nehme ich mal mit. Erstmal DLC, please. Nein. Nee. Stopp. Ich will 3 Jahre, also fast 3 Jahre nach dem Odyssey 1 Release, doch bitte kein DLC mit einer Welt. Ich will ein neues Spiel. Und zwar Mario Odyssey 2. Kein DLC. Der DLC ist längst durch. Neues Spiel, Kollege. 2 Jahre später doch kein DLC. Was ist denn bei dir los? Ja, krasses Level auf jeden Fall. Ganz nett. Siehst du, so macht man Werbung. In der Tat. Yay. Kann man dich auf der Gamescom treffen? Letztes Jahr war ich da. Dieses Jahr weiß ich noch nicht. Aber wenn ja, dann wahrscheinlich Samstag. Aber das ist noch ein bisschen zu früh. Ist ja erst in 7 Monaten. Ist ja erst in 7 Monaten. Mario Rabbit 2. Ja, da habe ich auch schon ein bisschen was gehört von. Aber ich denke, das ist noch ein bisschen in Entwicklung. Daniel, moin.
Ich komme kurz vom PC on. Bis gleich, alles klar. Pius, ich sehe dich jetzt schon, wie du um 15 Uhr ganz weit los musst. Ja, da kommt eine Abends Direct, Leute. Um 15 Uhr erleben wir gemeinsam eine. Ah ja. Ja, 15 Uhr, eine Arms Direct, man kennt's. Arms 2 oder Arms Battle Royale. Jetzt mal Real Talk, ich könnte mir ein Splatoon Battle Royale so gut vorstellen, ne? Es würde auch richtig geil sein irgendwie. Ja, das war's mal wieder komplett. Oh, ich verliere Leben in einfachen Leveln, ey. Ich bin so ein Profi. Super Mario Odyssey 2 oder Super Mario 3D World Deluxe. Mit beiden wäre ich zufrieden. Ja, ich auch. Ich hätte auch gerne beides. Erst den 3D World Deluxe Port. Und dann kurz vor Weihnachten Mario Odyssey 2. Das wäre auch ganz nett. Hallo Lukas, moin. Was geht? So, was ist das denn hier? Ja, wir spielen heute ein bisschen Mario Maker 2 und bald gehen wir auf Twitter, Leute, und gucken, ob Nintendo um 15 Uhr was ankündigen tut oder nicht. Das sehen Sie nach der Werbung. Fortnite Splatoon DLC. Na, Fortnite hat ja keine DLCs. Die haben ja nur In-App-Käufe. Was soll das jetzt hier werden? Joa, tolles Level. Ah, sehr schön. Neues 3D World inklusive Altes. Das wäre auch gut. So ein Bundle, aber Nintendo ist geldgeil geworden. Die bringen keine Bundles mehr raus. Jetzt mal Real Talk. Das könnte ich mir heute nicht mehr vorstellen, aber das wissen wahrscheinlich auch einige gar nicht. Aber als Mario Kart 8 Deluxe, Mario Kart 8 Deluxe, als Mario Kart 8 für Wii U rauskam, wenn man es innerhalb des ersten Monats gekauft hat, bekam man ein Spiel gratis. Und zwar Mario Bros. U, Nintendo Land, Pikmin 3. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ihr habt Mario Kart 8 gekauft und bekamt eines der Spiele gratis. Mario Bros. U oder Luigi U. Ich glaube, nee, sogar beides, glaube ich. Oder Nintendo Land oder Pikmin 3. Oder Bayonetta 3. 2. Bayonetta 2. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und 3 Jahre später, also 2007, 2007, ich bin doch komplett los heute. 3 Jahre später, 2017, verkauft Nintendo Mario Kart 8 Deluxe zum Vollpreis. Das kann man ja heute gar nicht mehr vorstellen, aber damals, zu Iwata-Zeiten, war Nintendo richtig ehrenvoll. Heute sind die ja geldgeil, das ist mal Real Talk. Die schlagen ja überall Geld raus, wo sie nur können. Das alte Nintendo von damals gibt es nicht mehr. Heute sind die auch so geldgeil wie alle anderen auch. Aber damals so, zu Wii U-Zeiten, da haben die einen wirklich alles hinterhergeworfen. Jo, dies waren noch Zeiten. Pius, mein neues Level ist fast fertig. Oh, okay, Jan, das kann ja nur gut werden, oder? Das kann ja nur gut werden. Warum kein neues Mario Kart? Das muss Nintendo fragen. Ich hätte gerne eins. Also, MK9 wäre schon ganz geil. Iwata, ja. Iwata war echt toll. Vom neuen kriegt man ja irgendwie gar nichts mit, ne? Wer heißt denn der nochmal? Ich weiß gerade nicht mal seinen Namen. Aber sonst sieht man den auch nirgendwo. Also, Iwata hat damals die Directs gemacht. Aber der neue macht das ja gar nicht. Der hält sich sehr zurück, sagen wir mal so. Und moin! Danke fürs Abonnieren, Versivity. Moin, moin. Ja, das war auch ein tolles Level. Für dich gar nicht. Also, Nintendo ist geldgeiler geworden als damals. Ist als Firma natürlich nicht verwerflich, ist ja ganz klar. Natürlich finde ich die Spiele geil. Ein Mod so cool. Das meine ich ja nicht. Ich meine ja nur, sie sind wie ein normales Unternehmen. Geld geiler geworden, ist ja ganz normal. Aber zu View-Zeiten war es ganz anders. Ich sag ja nur, heute würdest du kein Spiel mehr gratis dazu bekommen, wenn du Mario Kart 8 gekauft hast. Das wäre heute undenkbar. Ne?
So mache ich das, nicht anders. Die Spiele sind weiterhin toll, wenn nicht sogar noch besser als vor ein paar Jahren. Also gerade 2015 war ja eine absolute Frechheit. Mit Amiibo Festival und Mario Tennis Ultra Trash, das war ja eine absolute Frechheit. Furukawa, genau. Da ist der Name wieder in mir. Und DJH00DY. Hallo Pius, moin. Moin, moin. Zu Wii U-Zeiten hat Nintendo ein alles hinterhergeschmissen, ja. Also, naja. Eine PS4 war größtenteils billiger als eine Wii U. Ja, gut, der Preis von der Wii U nicht. Den haben sie nie geändert, aber ich sag mal so in Sachen. Ja, Club Nintendo gab es da ja noch. Diese Market 8-Aktion damals, du bekommst ein Spiel gerade, das war eine andere Zeit einfach. Es war eine andere Zeit. Oh Gott, hallo! Ihr könnt mir gar nichts! Willst du eine Nintendo-Aktie kaufen? Ja? Hatte ich schon mal überlegt, jetzt mal Real Talk. Hatte ich schon mal überlegt, ja? Martin ist Ultra Trash. Ja, bestes Spiel. Hey, Amiibo Festival war doch mega geil, Kappa. Es war vor allem mega günstig. Ich habe einfach 5 Euro für dieses Spiel bezahlt. 5 Euro. 5 Euro. Mit zwei Amiibo und drei Amiibo-Karten und dem Spiel. 5 Euro. Das war das Beste am Spiel. Ja, Iwata ist tot. Wir vermissen ihn weiterhin alle. Was soll das jetzt hier werden? Was ist das? Ah ja. Wer ist das Level? Ignoriere mich nicht. Nick Games, moin! Hab dich übersehen. Moin erstmal. Hallo. 5 Euro, wow. Ja. War bei Amazon damals so ein Osterrabatt. Nintendo Aktie war damals zu Wii U und Wii Zeit sehr günstig, heute so teuer. Ja, Wii-Zeit nicht. Vielleicht Ende der Wii-Zeit, da ja, aber sonst. Ja, ich bereue es ein bisschen, aber ich kenne mich heute immer noch nicht damit aus. Also, ich wüsste gar nicht, wo ich die jetzt kaufen könnte. Ich bin da, also da bin ich komplett hier lost. Keine Ahnung von. Und vor 3 Jahren erst recht nicht. Ich kann man auch erst ab 18 kaufen, nehme ich mal an. Hätte höchstens meine Mutti oder so machen können. Was ist das? Was ist so ein Dreijähriger? Ich mal auf dem Display rum und lad das hoch. Genau. Ich find's lustig, wenn man rennen kann. Tolles Level. Sehr gut. Besser kann's nicht sein. Leon hat gerade ein hartes. Kann gar kein Deutsch hier heute mehr, Alter. Junge. Deutsch nicht mehr vorhanden. Leon hat gerade eine harte Nachricht erfahren. Das wollte ich sagen. Ja, er ist tot. Leider. Ja, schon viele Level geschafft heute. Ich bin voll stolz auf mich. Ich wollte gerade sagen, wir müssen mal auf die Uhrzeit gucken. Nicht, dass wir verschlafen, wie so ungefähr. Nee, es ist erst 14:48 Uhr. Alles gut. Mein Blue, moin und hallo, Halpi, moin. Und Tank, hallo. Was ist denn hier? Was? What the fuck? Was ist das denn? Habe ich hier. Ich weiß, dass ich ein bisschen lost bin, aber habe ich jetzt LSD-Trip? Was ist denn hier los? 8%, ja, Mann. Habe ich. Was ist das denn? Was sind das für Pilze? Was habe ich nur heute geraucht, ey? What the fuck? Warum haben die so ein Problem im Leben? Es sind einfach zwei Pilze in einem. What the fuck, Alter? Was ist das denn hier? Das habe ich auch noch nie gesehen. Wie geht das denn? Ja, nein, obwohl, einen platziert man einfach in der Luft, ne?
Gut, dann geht das ganz einfach. Aber das ist auf jeden Fall mal ein eigenartiges Level. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ja, ich habe einen Super Mario Galaxy 3 Trailer geschnitten. Wird es nun niemals geben? Ja, tolle Idee. Kriegst ein Herz von mir. Ich fühle mich wie auf Drogen, ja. Ich dachte, ich bin auch schon auf Drogen hier. Und das nur von Apfelsaft. Erstmal Prost, Leute. Prost. Bisschen Apfelsaft hier. Daumen hoch für das Level, Leute. Und moin an die 52 Leute. Wie geht's? Haben Sie alle ein Like da gelassen? Und meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, Leute. Ganz wichtig. Aktivieren Sie die Glocke. Oh nö, was ist das denn schon wieder hier? Tut. Was ist Dut? Oh, sowas hier schon wieder. Oh, auf sowas habe ich gar keine Lust. Ich mag diese Blumen überhaupt nicht. Die Level sind immer alle gleich. Alle gleich langweilig in meinen Augen. Keine Lust auf sowas. Ich spiele lieber ein Level vom Dreijährigen. Super Mario Galaxy Deluxe, genau. Deluxe. So und nicht anders. So, 10 Minuten noch, Leute. In 10 Minuten wissen wir, ob Nintendo uns was anzukündigen hat oder eben nicht. Ja. By the way, Leute, letzte Woche haben wir ja auch das gemacht. Haben auch geguckt, ob eine Direct kommt. Und da kam eine Smash Direct, wisst ihr ja alle. Der Tweet, ne? Und um 15 Uhr waren wir alle enttäuscht, als da nichts kam. Die Schweine, also jetzt nicht ernst gemeint, haben den Tweet, wie ich jetzt im Nachhinein gesehen habe, um 15:01 geplant. Das haben die sowas dann extra gemacht letzte Woche. Eine Minute später extra eingestellt. Damit wir alle enttäuscht sind. Naja, sind schon ganz lustige Leute bei Nintendo. Ja. Hype in den Chat. Ja, noch nicht. Es kommt noch. Toadette, moin noch an dich hier. Hab dich noch gar nicht gegrüßt. Hi. Ja. Mal gucken, was so kommen wird. Um 15:01 haben die extra geplant über ihr, keine Ahnung, irgendein Programm oder so. Die planen die Tweets ja immer. Die laden die immer um bestimmte Uhrzeiten hoch. Tage vor geplant. Und haben extra 15:01 gemacht. Ja, sind ganz lustige. Nintendo, ihr seid ganz lustige Leute. Was ist das denn hier? Ah ja. Ah ja. Ja, noch 8 Minuten, Leute. Ich freue mich. Ich weiß nicht, ja. Wie hoch wollte ich die Chance betiteln? Ich würde sagen 50%. 50%, doch, doch. Mal gucken. Ich bin mir nicht so sicher. Nintendo tritt die Zuschauer mal fett in die Eier. Ja, und dann holen sie sich wieder hoch. Haben sie ja letzte Woche auch. Mit der Ankündigung um 15:01. Pass auf, heute machen sie extra um 16 Uhr. Damit sie uns noch besser triggern können als eh schon. Weil alle warten auf die Nintendo Arms Direct. Jeder will heute die Arms Direct, Leute. Kappa. So. Super Mario Party 2. Ja, muss auch kommen. Weil NDTube muss ja irgendwas machen. Die wurden ja wohl kaum entlassen. Was vielleicht ganz nett wäre, aber. Deswegen, ja. Von denen wird uns bestimmt auch mal wieder ein Spiel erwarten. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon. Ja. Das kann nur heiter werden. Ich weiß auch gar nicht, hat einer eine Info? Und zwar, ich habe irgendwas gehört, dass Mario Kart Tour der Multiplayer-Modus für alle irgendwann online kommen wird. Weiß da jemand was? Ich würde den schon ganz gerne mal spielen wollen. Einmal zumindest mit euch zusammen.
Kann mir jemand sagen, ab wann der verfügbar ist für alle? Ich habe das nur irgendwo gelesen heute, aber noch nicht weiter drauf geachtet. Was ist das denn für ein Level? Wie soll ich diese Geister besiegen? Hä? Sibi, moin! Moin, moin! Nick Games, was los? Was los? Nee, weißt du nicht? Freue mich auf Arms 3, ja, ich auch. Also gerade ist das Testphase. Eben nicht, nee, nee. Die kam, die Testphase ist zu Ende. Jetzt ist es für alle verfügbar. Ich frage mich nur, ab wann. Das weiß ich noch nicht. Kann ich ja gleich mal gucken sonst. Das weiß ich noch nicht. Also die Testphase ist zu Ende. Jetzt ist es für alle bald draußen. Weiß halt nur nicht, ab wann. Ab jetzt sofort oder in einer Woche oder so. Das weiß ich noch nicht. Was ist das hier schon wieder für ein Level? Optimales Level. 5 Minuten noch, Leute, genau. In 5 Minuten wissen wir, ob uns eine Nintendo Direct erwarten wird oder nicht. Das sehen wir nach der Werbung. Oh, ich bin schon wieder so gespannt, ey. Ich will eine Direct Nintendo. Und zwar eine normale oder eine Nintendo. Animal Crossing Direct. Eieiei, ich bin sehr gespannt, was uns gleich erwarten wird. Ich bereite schon mal alles vor gerade. Und zwar öffne ich schon mal Twitter nebenbei. So. Okay, halt, stopp! Stopp! So. Alles wird gut. Werbung mit Pius, ja, die Werbung darf nicht fehlen. Folgt mir gerne auf Twitter, Leute. Und spammt meinen Account wieder voll. Da ist der Link. Was ist das für ein Level, ey? Bisher sieht es ganz nett aus. Tschüss. 4 Minuten noch, Leute. 4 Minuten. Oh, no. Jetzt machen wir eine Mission. Wenn ich das Level jetzt im First Try schaffe, dann kommt eine Direct. Wenn nein, dann kommt keine. Oh Gott, jetzt habe ich aber hier was. Oh, no. Gib mir bitte ganz schnell einen Pilz. Oha. Es kommt eine Direct. Ich hab's gecallt. Ich hab's gecallt. Diesmal bitte lesen. Was denn? Achso. Pius, wie würdest du es finden, wenn Super Mario 64 2 rauskommt? Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Also Mario Odyssey ist fast dasselbe. Also dann gibt es jetzt keine großen Unterschiede. Also, ne, Welten mit Sternen und so, das passt schon. Sehr gut. Ja, meine lieben Freunde. Wir wissen gleich Bescheid. Das wird richtig spannend. Noch 3 Minuten. So, meine Lieben, gleich geht's los. Ich freue mich. So, wir switchen auch schon mal zu Twitter. Oh, ich bin so gespannt. Das wird so richtig spannend. So, erstmal hier, warte mal, halt, stopp hier, Junge. Halt, stopp, mach mal hier aus jetzt hier. Sag mal, wo sind wir denn hier? So. So, Twitter ist da. So. Und jetzt bin ich gespannt, was passieren wird. Ob was passiert. Hype in den Chat, Leute. ich weiß nicht, ob was kommt, ne? Seid nicht zu enttäuscht, ne, wisst Bescheid. Seid nicht zu enttäuscht. Wir machen das nur als aus Spaß, ne? Ob eine kommt, naja, werden wir sehen. Gleich müssen wir ganz weit los. Ja, es kommt, oh Gott, ich hab Angst, ey. Oh.
Das will keiner sehen. Twitter hat's gehört. Oh je. Oh je. Miguel Pablo, der Keck. Hamburg! Ah. Oh, es ist 15 Uhr, Jesus! Oh. Es kommt safe keine. Ach Gott. Kommt hier was? Ah. 15:01, ja? 15:01. Es kann noch kommen. Hallo, Pius. Hallo. Schreibt mich an, Leute. Ach Gott. Kommt nächste, ne? Gehen wir weg mit Fire Emblem. Scheiße, Leute. Lasst alle zur Trauer ein Like da. Mano! 15:01. Ja, komm. Gib mir den Direct! Wo ist meine Direct? Oh, belastend. Hey, wir können alle am Mario Kart 8 Turnier mitmachen. In 3 Tagen geht's los. Morgen. Yee! Scheiße, ne? Ja, das war's. Leute, nicht zu traurig sein. Dann kommt wohl die Direct erst. Wir sind 60 Leute. Krass. Ja, dann kommt die Direct wohl erst im Februar. Ja, ist halt so. Letzte Woche hatten wir recht. Die Woche davor hatte ich auch recht. Ich habe 2-mal eine Direct predicted. Diesmal hat leider nicht. Auch ein Direct-Gott macht mal einen Fehler. Ja. Genießen wir jetzt alle gemeinsam Fire Emblem. Nee, Spaß. Mano! Ja, das war's wieder komplett. Warte bitte bis 15:05. Ja, okay, meinetwegen. Kein Stress. Nee, nächsten Donnerstag 5 Euro Spendenwette. Alles klar. Selber schuld, wenn man so random Erwartungen hat. Ich hab doch selber gesagt, dass ich nur 50% schätze, Kollege. Ich hab nie gesagt, dass ich jetzt eine erwarte. Es hätte nur sein können, weil, warum nicht, ne? Nintendo hat 2-mal hintereinander was rausgehauen. Alle guten Dinge sind eigentlich 3, oder? Wohl nicht. Alle guten Dinge sind 3. Aber diesmal leider nein. Wow! Alles klar! Party! Pete, dankeschön fürs wieder bei den VIPs sein. Danke dir. Willkommen zurück mit den Unterstützer-Zirz. Herzlich auf vielen Chat. Ich kann wieder gar kein Deutsch, oder? Bin zu aufgeregt, Junge. Wo ist meine Direct? Was ist denn hier los? Danke dir auf jeden Fall. Willkommen zurück. Ach Gott. Du. Wir beruhigen uns alle wieder. Guck dir mal die Mitteilungen. Moin! Hallo Jonas! Tingleboy! Hallo du Pupsalter! Moin! Moin! Du. Neu laden, please! Alles klar! Wir laden neu! Alter! Was ist denn hier los? Ich mag Döner. Pete, danke dir. Auf Elon, mein Herz und Pilz in Chat. Danke dir.
Was ist bitte ein Döner? Naja. Was ist ein Döner? Das finden wir heute nicht mal raus, oder? Was ist ein Döner? So. Ja. Das war's wohl leider wieder komplett. Leider heute keine Direct. Ja, schade. Nochmal 2 Euro. Sorry, Gamer Toad. Ehre an dich. Gamer Toad wird heute zerstört. Der Boss muss sterben. Kommt nichts. Ja, leider nein. Ja, belastend. Wow. Yay. Danke dir. Warum ist der Sound immer dreimal? Ich verstehe das nicht. Oh, Junge. Oh, Junge, Junge, Junge. Ah, sehr geil. Danke dir auf jeden Fall. Ja, das war's heute wieder komplett. So, wir wechseln wieder zum Mario Maker. Ich bin noch ein bisschen weiter. Leider heute keine Direct, Leute, aber ja. Dann halt nächste Woche. Dann halt nächste Woche. Ach, Manu. Gleich erstmal Asia-Pfanne gönnen. Gönn dir. Ich hab heute Nudel. Junge! Was ist denn bei dir los? Und damit ist Pete wieder Boss und Gamer Toad wurde als Boss zerstört. Danke dir für den weiteren Euro. Jetzt ist Gamer Toad kein Boss mehr. Das Mitteilung auf Twitter. Ja, gucken wir nochmal rein, ihr Leute. Warte mal. Ich habe mir 10 Mitteilungen. Ach du Scheiße. Ja gut, da müssen wir nochmal hin. Ganz kurz. So. So. Dieser Pius macht einen F5-Stream auf dieses YouTube. Ja, wer bist du denn, ey? Ja, moin erstmal. Servus. Keine Direct. Oh no. Ja, da müssen wir jetzt alle weinen. So. Nee, nicht lachen. Zum Lachen ist hier nicht. Wir müssen weinen. Wo ist denn hier weinen? Ich weine zu wenig anscheinend. Aber wenn man weint, dann richtig. So. Ab damit. So, meine lieben Freunde und Freundinnen, was geht? So. Geht diese Liste auch bei PayPal spenden? Ja, Pius. Ja, Pius. Ja, Kilian. Und es ist sogar, also ich freue mich auch über jeden, der mal PayPal spendet, über den Link in der Beschreibung, weil da kriege ich ein bisschen mehr Geld von. Weil von den ganzen Super Chat Donations, danke auf jeden Fall an alle, da krieg ich halt nur 70%. 30% gönnt sich Google, die Sau. Ja? Deswegen, wenn es geht, dann lieber über PayPal direkt über den Link in der Beschreibung. Das wäre auf jeden Fall auch ganz nett. Weil beim anderen gönnt Google immer 30%. Die Geldgeilen, ey. Ja. Google, was los mit euch? Fuse 3 führt Selbstgespräche, in der Tat. In der Tat. Ja, Gönnung. Das war's mal wieder komplett heute. So, wollen wir noch was anderes machen, Leute? Hättet ihr ein bisschen Lust auf Multiplayer als Beispiel? Könnten wir gerne noch machen, wenn ihr wollt. Könnte man machen. Ja. Pius, der kein Mathe kann. Ja, ich bin Mathe-Profi. Hallo, was kündigen Sie heute was an? Ich glaube nicht mehr. Leider nein. Keine Direct. Freundescode? Jo, warte mal. So. So. Ich weiß, ob ich noch Platz habe. Schickt mal eine Anfrage. Mal gucken, ob es klappt. Da mal gucken.
Aber bitte nur welche, die jetzt mitspielen, ne? Weil, ne? Dankeschön. Marius, moin! Moin, moin! Moin, moin, so. Da ist eine erste Anfrage optimal. Servus. Multiplayer gleich Salzwage. Ja. Im Freundesmodus geht's aber noch. Friedrich! Hallo? So, bist du neu? Nee. Die Ente hier aber. Die Ente! Die ist neu. Pius, hast du mal Lust, gegen mich ein Mario Odyssey One zu machen? Ah, Mario Odyssey ist kein Spiel, was ich jetzt gut spiele oder so. Das kenne ich nicht so gut. Deswegen ist das jetzt kein Spiel, was ich als Waze bevorzugen würde unbedingt. So. Ja, schickt mir gerne eine Anfrage, Leute. So, bis später. Alles klar. Kronk-Fan, hau rein. Schön, dass da war's. Tschüss. So. Ah, das Neue. Hallo Jonas. Moin. Welchem Videoschnittprogramm schneidest du deine Videos? Das ist Mavic's Video Deluxe. Ja, Deluxe darf nicht fehlen. Mavic's Video Deluxe. Nee, so heißt das doch, oder? Bin jetzt komplett lost. Doch, doch, Deluxe. Doch, doch, genau so. So und nicht anders. So. Ja, ich würde sagen, ich mach mal einen Raum auf. Wir sollten, glaube ich, genug Leute haben, nehme ich mal an. Ein bisschen vernetztes Laggen. So, da. Ich muss erstmal den Button finden hier, sag mal. Bin ja komplett lost heute hier. Hallo Bios, ich bin der Jonas. Hallo Planet Plays, moin. 3 Stunden später. Auf damit. Bin dir mal was essen. Wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss, Kilian. Hau rein. Ich warte auf deine PayPal-Donation von 500 €. Dankeschön. Tschüss. Das war's mal wieder komplett heute. Marius ist drin. Sehr schön. Kommen Sie herein. Und haben Sie Spaß. Neo ist am Start. Moin, Neo. Und keine Direct, tolle Leute. Ich bin so traurig. Was ist mit der Direct? Müssen wir warten bis Anfang Februar, Leute. Aber dann kommt die dann safe. Anfang Februar geht's dann ab. In der Tat. In der Tat. Moin, wieder da. Was verpasst? Nicht wirklich. Kam ja keine. 500 €. Schaff erstmal mein Link-Level. Dann sehen wir weiter. Fürs letzte Level. Da ist noch eine Rechnung offen. So. Gegeneinander. Sehr schön. Kommen Sie heran. Jetzt geht's los. Nintendo Japan hat irgendwas von 27.01. gepostet, wurde mir gesagt. What? Warte mal, müssen wir sofort mal abchecken. 27.01. What? LOL. Nintendo hat was angekündigt. Leute, Nintendo hat was angekündigt. Oh mein Gott. Wo bin ich überhaupt? Ah, tot. Sehr gut. Und zwar hat Nintendo ein Sonic Event, wo man den Film gucken kann, in Berlin angekündigt. Ja? Wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Ein Sonic-Film gucken mit der deutschen Synchro in Berlin. Besser kann es nicht laufen. Berlin, die schönste Stadt der Welt. Berlin, was geht ab?
Seid ihr gut drauf oder was? Oh no. Yoshi! Alles klar. Eine Ankündigung, und zwar, hier gucken wir hin. Ihr kommt aus Berlin und braucht einen Grund, der Hauptstadt mal wieder einen Besuch abzustatten. Achso, naja. Jetzt habt ihr die einmalige Chance, beim Exo 7 Fan-Screening von Sonic the Hedgehog dabei zu sein und den Film vor dem offiziellen Start am 13. Februar zu sehen. Also, kommt bald raus, der Film, ah ja. Aha. Ja, sehr schön. Das ist also meine Nintendo Direct. Ja, man kann welche gewinnen. Ja. Das ist unser Direct. Sehr gut. Leon, bitte nicht spammen. Danke dir. Das war sehr ehrenvoll von dir. Wenn sie nicht am Spammen. Ey! Ja, toll. Sehr gut. Oh, es laggt, Leute. Bitte kaufen Sie sich Internet. Ja, moin. Nintendo Japan hat mit 27.01. nur geschrieben, dass die Bewerbungsfrist abläuft. Ach so. Ja, gut. Dann ist das. Was für eine Bewerbungsfrist überhaupt? Dann ist das Nothing Special. Bruder, was ist das schon wieder für Level hier? Ey! Gib mir die Feuerblume! Na toll. Saftladen. Für einen Wettbewerb, aha. Der Lag ist nur ein Bonus, in der Tat. Hä? Als ob. Der Lag ist nur ein Bonus, Nintendo Switch Online. Ja. Das war's mal wieder komplett. Mano. Jonas, die Sau hat gewonnen, ey. Versteckter Stern. Belastend. Ja, nach drei Runden machen wir auch einen Raum Neustart. Erstmal einen Schluck Apfelsaft. Prost! Ja. Ein genüsslicher Schluck Apfelsaft. So, jetzt ein tolles neues Level. So. Warum kann man bei deinem Spiel nicht zurückspulen? Das habe ich ausgestellt, damit jeder immer live dabei ist und nicht irgendwie Minuten hinterher ist und dann irgendwas in den Chat schreiben tut, was gar nicht mehr aktuell ist, weißt du? Dann ist jeder immer live dabei und es kann zu keiner Verwirrung kommen. Deswegen ist es aus. Nachträglich kann man den Stream wieder ganz in Ruhe angucken. In der Regel sind die immer hinterher in euer Abo-Box zu sehen und öffentlich auf dem Kanal in der Playlist. Ja. Aber sehe ich bei anderen oft genug, dass halt irgendeiner irgendwie so Minuten zurückspult, dann irgendwas im Chat schreibt, das passt dann immer hinterher, das passt immer, weißt du? Ich hab's gerne, wenn alle live dabei sind. Und, weißt du, ja. So, neue Runde. Kommt rein. Kommt rein. In die Trauerrunde. Am besten nach Leute, die noch nicht dabei waren heute. Jonas Junior ist auf jeden Fall neu. Der andere hieß irgendwie anders eben, ne? Fehler bei der Datenübertragung, ist ja klar. Neue Runde, neues Glück, ne? Actor on Fire, moin! Moin, moin! Für die Vips ging heute auch schon die erste. Alles klar. Pius, wann hast du Sommerferien? Wollte dich im Sommer mal besuchen kommen, da ich vom 6.7. bis 26.7.2020 Urlaub habe. Das sollte in meiner Urlaubszeit sein, ja? Das sollte möglich sein, Kilian. So, jetzt nochmal. Nintendo hat die September 2018 direkt an einem Mittwoch für Freitag angekündigt. Also, ja, vielleicht kommt morgen was. 2018? Ja, das war die da. Das haben die auch nur gemacht,
war, dass die Direct war, die verschoben wurde aufgrund eines vom Unwetter in Japan. Deswegen wurde sie um eine Woche verschoben. Ich glaube, die Ankündigung war da denn am Mittwoch ausnahmsweise. Ja. Ja. Wie kann man mitmachen? Du musst auf meiner Liste sein. Ich kann gerne noch mal ein paar adden später. Dann geht das. Ist doch meine erste Runde mit dir. Ja, optimal. Moin, bin im Raum. Sehr gut, Raphael. Sehr gut. Ja, mal gucken, was für ein Level jetzt kommt. Irgendwas Schönes. Wird auch toll, oder? Ja, sehr schön. Ein sehr schönes Level. Oh, Gönnung! Gönnung! Ha! Ja, toll. Es laggt ein bisschen. Ein bisschen sehr. Bruder! Solange es nicht einmal im Internet liegt, ist alles gut. Solange der Stream läuft. Bruder! Wer ist hier kein 1-in-1-Kunde? Ich werde dich finden! Immer diese nicht 1-in-1-Kunden, ganz schlimm. Ja, optimal. What the fuck? Oh! Die Lava steigt dezent an. Oh ja. Ja, toll. Wie sah das denn gerade aus? Cool, freue mich. Schreib mich dann einfach an. Jo. Würde mitmachen, wenn meine Verbindung nicht alle 10 Minuten abkratzen würde. Ja. Wie hier, ne? Läuft ja auch nicht so optimal jetzt. Was ist denn das für eine Lava hier, ey? Also bitte, wer auch immer jetzt hier die scheiß Verbindung hat, bitte geh raus, weil so macht das hier keinen Spaß, ne? Also eben die Runde lief ja einigermaßen, die läuft jetzt hier mal so gar nicht. Und das ist einfach nicht angenehm. Sowohl zum Zugucken als auch zum selber spielen. Das sieht auch mein Pokémon so. Er hat auch gleich keinen Bock mehr. Kommt da was raus? Okay. Also Leute, wer ist kein 1-in-1-Kunde? Ich werde dich finden. Naja, man weiß ja in der Regel, ob man gutes Internet hat oder nicht, ne? Also wenn ich weiß, dass ich nur auf dem Dorf wohne und eine 5K-Ladung habe, dann ist das nicht unbedingt optimal. Also in der Regel weiß man, ob man jetzt gute Verbindung hat oder nicht. Meine ist grundsätzlich gut, nur gerne mal mit Aussetzern, sagen wir mal so. Also man weiß das schon in der Regel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, nicht. Oh. Komm, besiegen. Besiegen. Schade. Es ist ein Krampf auf jeden Fall. In dem Fall wäre ich ein Dorfbewohner. Uff. Belastend. Besiegt. Sehr schön. Bitte beende es. Schnell. Tourette! Renn! So halb, ne? Tourette rennt auf jeden Fall, man sieht's. Da ist die Door. Yeah. Und da ist das Ziel. So, wer ist jetzt der Übeltäter? Bitte verlass den Raum. Erstmal, hi. Es kann noch Hoffnung für die Direct geben. Die letzte Direct wurde um 16 Uhr angekündigt. Echt jetzt? Das will ich jetzt wissen. Aber nicht die Pokémon Direct. Und ich meine auch nicht die letzte im September. Bin mir da aber gerade nicht sicher.
50k down gebucht, bei keiner Internetnutzung, aber nur 30k maximal. Wodafone, was kannst du sagen? Ja, belastend. Wie lastend? So, wer ist jetzt der Übeltäter? Bitte geh raus. So läuft das nicht, Leute. So geht das nicht. So geht das nicht. Das war ganz schlimm. Ja. Geh schlafen, Kappa. Hammer, Bro. Moin. Moin. Bei mir kommt es immer darauf an, wie das WLAN gerade drauf ist, aber nutze eh meist mobile Daten, da mein Zimmer zu weit vom Router weg ist. Ist eine teure Flat, hat sich aber gelohnt. Ja, ich habe jetzt aktuell 10 GB und dann in einem Monat 30 GB, ja. Hab gerade auf Twitter geschaut, die wurde um 16 angekündigt. Welche? Welche? Das ist jetzt die Frage. Ihr wollt es nochmal probieren, oder? Ja, okay. Wehe, wenn das nochmal leckt. Dann gibt's Stress mit mir persönlich. Dann komme ich vorbei. Dann ist Ende. Moin und bye, bin bis Freitag sehr beschäftigt. Aha, Hammer, Bro. Aha. Aha. So, jetzt mal gucken, wie es jetzt läuft. Die Bowser Junior. Aha. Sehr schön. Bestes Deutsch. Die September 2019 da ist. Ey, echt jetzt? Okay. Kannst du mir ein Bild schicken oder so? Keine Ahnung. Weil wenn ja, dann haben wir Beweise, mein Lieber, dass sie noch kommen kann. Das ist ja interessant. Genauso wie diese Verbindung hier. Oh yeah! Wir erweitern unser Spielerlebnis mit Nintendo Switch Online. Was soll das denn für ein Scheiß werden? Oh Bruder! Sogar rüber geschafft, bin voll stolz auf mich. Mach ich auf Twitter alles da, markiere mich dann. At der Pius. Was geht hier denn ab? Bruder! Gönn dir den Pilz. Haha, ich hab ihn gegönnt. No! Wie auch immer das jetzt möglich war, alles hier. Ich verstehe es selber nicht. Aber hey, geschafft, ist geschafft. Jetzt lass mich rein, du Ehrenloser. Du hast nichts gemacht. No! Scheiße! Geh doch in die Tür, Mario! Ja, das kann ja heiter werden hier. Tourette, hau ab. Grüne Tür. Scheiße. Geh die Tür, Junge. Ha! No, hä? Beschiss. Hallo, Paul, wie geht's? Geh in die Tür. Oh, Junge. Ja, kein Bock mehr. Komm, dann geh einer in die Tür, ist mir auch egal. Komm, geh in die Tür. Eieiei. So, wir gucken was auf Twitter. Ah ja. Na, bisher, ach da hier. Okay. 16 Uhr war die. Das ist interessant. Okay. 16 Uhr war die Ankündigung. Aha. Kein Bock mehr, wir stehen. Ja, die Runde, die Gruppe starten wir neu. Komm in die Gruppe, was hast du zu verlieren?
Ja, Leute, bleibt dran. Vielleicht kommt die Ankündigung um 16 Uhr, Leute. Ja, bleibt dran. Vielleicht ja um 16 Uhr. Mhm. Erstmal den Titel schreiben. Kommt die Direct um 16 Uhr? Ja, das ist jetzt die Frage. Das ist die Frage der Fragen. Kann ja sein. Weil, wie ihr jetzt sehen tut, wir können da mal ganz kurz hingehen, warte mal. Ich geh mal da ganz kurz hin. Ich zeige euch das, ein Beweis. So. So, meine Lieben. Gucke mal. Hier. Das war die letzte Direct-Ankündigung von Nintendo of America. Mit Pokémon, Luigi. Am 4.9.2019. Ja. Um 16 Uhr. Mhm. Ja. 16 Uhr war die. Es ist noch alles drin, meine lieben Freunde. Gucke einer an hier. Es ist noch alles drin. Es ist noch alles möglich. Mhm. So. Neue Runde, neues Glück. Kommen Sie herein. Und Niki Eder, moin moin. Erweitere dein Spielerlebnis in der Tat. Super, machen die mal Englisch. Viel Spaß, Paul. Kommt noch was anderes als Mario Maker 2? Was wissen Sie, Plays? Was wissen Sie? Sibi ist am Start mit seinem DSL-Modem. Sehr schön. Moin. Also Leute, vielleicht 16 Uhr, ne? Vielleicht kommt die Direct um 16 Uhr. Wer weiß, wer weiß. Wir werden es rausfinden. Bleiben Sie dran. Wir werden es erfahren. Vielleicht um 16 Uhr. Halbe Stunde noch heute. Halbe Stunde. Lukas, moin. Es läuft gut, Leute. Die Verbindung ist geil. Sehr gut. 1:1 Kundenpower. Sehr gut. Oh, Junge. Ey! Wer ist das? Mach mal auf jetzt hier. Ah, wer hätte es auch sein können, außer Sebi? Ey! Mano! So ein Scheiß. Das ist so ein Mist. Könnt ihr alle gar nichts, oder was? Toadette ist unfähig, man sieht's. Ich auch. Wir können ja gar nichts alle hier. Das ist ja ganz schlimm. Das ist ja ganz schlimm hier. Alle inkompetent. Jetzt mach auf. Mach doch auf, du Keck, ey. Mann. Unfähige Leute. Oh no. Nein. Ja, du Ehrenloser. Ey, dieser Luigi. Das ist der Ehrenloseste von allen. Ganz schlimmer Typ. Ja, und jetzt. Oh no. No! Gleich zu Hause, optimal. Oh, so eine Belastung hier schon wieder. Es läuft so gut. Ja, optimal. Wo sind die jetzt alle? Sind alle weiter, nur ich nicht, ne? Sehr geil. Wo seid ihr alle? Hallo! Und der Ehrenloseste von allen hat das Ziel erreicht. Sehr gut. Manu! Lukas64, moin oder so? Oder was meinst du? Was meinst du? So, warte mal.
Gibt es das mal auf Twitter? Wir gucken nach, meine lieben Freunde. Gucke mal einer an hier. Nee, bisher nicht. Ich mache nur kurz den Tweet. Oder ich bereite schon ein bisschen vor. So, roter Stift. Ja, wo rot ist nicht so gut. Schwarz. Naja, nee, alles scheiße hier. Alles belastend. Gelb. So, neue Runde. Neue Runde, neues Glück. So. Mal gucken, was jetzt passiert. Der es am wenigsten verdient hat. Ja, in der Tat. Echt so. So, neue Runde. Was soll das jetzt werden? Scheiße. Ja, toll. Das war jetzt nicht mein Wunsch. Wow. Oh, ne. Was ist das hier für ein Level? Das ist irgendein Rätsel-Level oder so. Nein! Ich dachte, ich mache den Block eben auf. In der Beschreibung steht noch Teller 19. Dankeschön für die Info. Werde ich mal korrigieren. Habe ich wohl bei den Livestreams noch nicht geändert. Muss ich noch machen. Dankeschön für die Info. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Okay, okay, okay. Oh. Dann mach mal auf, Mario. Mach auf! Haha, alle gestorben, die Opfer, außer wir beide. Wer ist das? Ach, wer soll es auch sonst sein? Komm, wir helfen. Ich mach jetzt Teamwork. Komm, wir machen jetzt Teamwork, Junge. Bis die anderen Ehrenlosen wieder da sind. Oh, du bist so doof, ey. Wir wollten Teamwork machen. Ich wollte auf dich draufgehen, damit ich den Block aktiviere. Aber nö, du willst ja nicht. So eine Kacke. Mann, diese Geister belasten einen ziemlich stark. Wir müssen jetzt hier stehen. Spring doch! Junge! Toadette springt einfach nicht. Das Spiel ist abgestürzt von mir. Einmal neu laden. Dann soll's laufen. Oh no. Immerhin laggt es nicht. Schon mal ganz geil. So, du Ehrenloser, jetzt komm. Was macht denn der Typ da? Der regt mich auf, ey. Geht's da nicht weiter? Ach ja, ah ja! Geh doch da! Die ist da nicht rein! Ich raste so aus, ey. Warum? Hä? Ich drück nach oben, die geht da nicht rein. So ein Scheiß. Jetzt tut meine Hand weh, weil ich den Tisch geklopft habe. Ey! Du Ehrenloser, jetzt tut meine Hand weh! Oh! Jetzt muss ich zum Augenarzt. Jetzt muss ich zum. Oh no! Ja, geil hier schon wieder alles. Alles klar, wo kommt der denn jetzt her? Ich bin im Stream, sehr gut. Da bin ich wieder mit der Hoffnung auf der Direct. Moin! Ich habe auch nur Hoffnung. 16 Uhr, mein Lieber. So, jetzt holen wir uns einen P-Switch. Dann wird alles gut. Also so halb, ne? Nein, dieser scheiß Geist, Alter. So. Wir schaffen das. Wieso wollt ihr Neustart für alle? Seid ihr doof oder was? Wir müssen einfach nur so ein Ding hier holen, so eine Scheiße. Dann guck einmal an hier. Jetzt hole ich mir erstmal einen Pilz. Ne, ich hole mir noch was anderes. Guck mal. Ich will ja nicht im Nachteil sein. Jetzt aktivieren wir den Scheiß. Geh da endlich mal rein, Alter. Sehr gut.
Yay! Yeah. Was ist das schon wieder hier? Oh, ich hasse es, wenn man nicht in Röhren gehen kann, ne? Das ist ganz furchtbar. Was ist mit dem denn los? Lol. Warum hat der einen Stern? P-Switch? Ich bin überfordert, Leute. Yay! FC gibt's hier nicht, sowas habe ich nicht. Solche Commands. Leute, seid ihr inkompetent? Wir sind nach hoch. Genau. Jetzt habe ich einen Stern. Ja, und jetzt? Hä? Wieder hoch. Komm, gönn dir. Wieder hoch. Hä, ich verstehe es nicht. Was habt ihr falsch gemacht? Yoshi AD, moin! Ja, Leute, keine Ahnung. Lass mal aufgeben. Das Level ist eh nix für Multiplayer. Das ist ein Rätsel-Level, nix für Multiplayer. Lass mal aufgeben, alle. Da klicken auf die Mitte, aufgeben. So, raus da. Wir suchen uns ein anderes Level, wo man mal eben durchrennen kann. Was man mal eben spielen kann. Ja. Keine Lust, es jetzt von vorne zu spielen. Ja, noch 20 Minuten, Leute. Und dann mal gucken, ob es dann eine Ankündigung auf eine Direct gibt oder nicht. Ja. Da bin ich sehr gespannt. So, neue Runde. Hoffentlich ein gutes, neues Level. Wir werden es gleich sehen. Ich guck mal gerade auf Discord, was da so abgeht. Ein paar neue Leute. Tim ist gejoint. Toadette ist gejoint. Moin. Versivit. Auch ein neuer Abonnent. Moin. Ist gleich Toad-Mitglied geworden, was? Ach, das ist Sivi. Ah. Okay, ja. Joint gerne meinem Server, Leute. Link dazu jetzt im Chat. So, los geht's. Oh, es leckt wieder ein bisschen. Oh. Ich hole mir was zu essen. Gönn dir. Kommt noch eine neue Lobby? Jo, kommt noch eine neue, Pete. Keine Sorge. Nach der Runde machen wir eine neue Lobby. Ja. Zerstört mich bitte nicht, falls es um 16 Uhr nichts gibt. Ja, alles gut. Hast mir neue Hoffnung gegeben, mein Lieber. Mhm. Raphael gibt mir aber keine neue Hoffnung. Er zerstört alles. Der Ehrenlose. So. Sehr gut. Ja, war ein tolles Level. Yes. So, neue Lobby, neues Glück. Und danke ans Abonnieren, fürs Abonnieren an Fortnite Gamer Pro. Moin, moin. So. Möchte noch jemand auf meine Freundesliste? Wenn ja, da ist der Code, schickt mir eine Anfrage. Ich habe abonniert, denn willkommen hier bei den Toads, Team Toad, moin moin. Ja, wir gucken um 16 Uhr, ob es auf Twitter von Nintendo eine neue Ankündigung gibt oder eben nicht. Das werden wir sehen. Um 16 Uhr bleiben Sie dran und erfahren Sie mit mir gemeinsam, ob hier irgendwas passiert oder eben nicht. Bin sehr gespannt. Die Chancen sind weiterhin, würde ich so sagen, 50-50. Aber mal gucken, was da so kommen wird. Ich bin da sehr gespannt. Eine neue Anfrage, yay. Yay. So. Optimal. Yay. Alter, ist das wirklich Gehirnjogging? Geht das auf dem TV? Nein, am TV jetzt nicht. Das ist ein Handheld-Only-Game, das hier. Ist sehr toll, also ich schalte da immer wieder mal neue Minigames frei und ist schon ganz gut, Paul. Doch, doch. Gefällt mir ganz gut. Wenn du mehr dazu sehen willst oder wenn du im Allgemeinen zu diesem Game hier mehr sehen wollt, Gehirnjogging, ich habe dazu auf meinem Zweitkanal Sweep ein Video gemacht. Einfach in der Suche eingeben,
S-U-U-I-P. Da kam vor 2 Wochen oder so ein Video dazu. So, neue Runde, neues Glück. Ja. Dürfen wir auf die Freundesliste, wenn wir keine Mitglieder sind? Ja, nur wenn du kein Mitglied bist, ist es keine Garantie, dass du auch drauf bleibst. Alle, die Mitglied sind, sind als beste Freunde gekennzeichnet und werden nicht von der Liste gelöscht. So ist das zumindest angedacht. Auf was spielst du denn Mario? Das ist eine Nintendo Switch. Kam 2017 raus. So, Sebi ist wieder da und der Raphael, einer geht noch. Einer geht noch. Immer dieselben. Alles klar. Warte, wenn ich jetzt kein Mitglied bin, werde ich dann entfernt? Es kann vorkommen, aber ich lösche eigentlich nur Leute, die mir nichts sagen. Also wenn ich durch meine Freundesliste gehe, ich sehe Leute, die haben kein TT. TT steht für Team Toad. Unser Community-Name hat Sebi auch, wie ihr sehen tut. TT, Team Toad. Wenn ich sehe, also wenn mir die Person vom Namen her nichts sagen tut. Sie kein VIP ist, ist ja klar, ne, sonst würde ich den Namen ja kennen. Und wenn sie kein TT im Namen hat, kann das schon mal vorkommen, ja. Aber dich kenne ich ja, Paul, also von da. Aber es gibt ja immer noch Leute, die ich halt nicht kenne. Ich habe ja fast 300 Freunde. Da sagen mir nicht immer alle was. So, ein Pilz gehört mir. Rutsch doch. Ey, ist der inkompetent oder was? Mario ist doof. Oh, Junge. Alles klar. Was ist das denn für ein Level? Ich habe auch TT, sehr gut. Was sind da? Hä, warum rutscht der nicht? Hä? Was ist denn das hier? TKRUKIT. Oh Gott. TKRUKIT 18. Moin. Moin, moin. Was ist das für ein Level hier? Rutschen geht aus irgendeinen Gründen nicht. Das ist ja komisch. Oh! Checkpoint! Sehr geil. Oh, Gönnung. Komm, wollen wir uns den ersten Platz. Der Sieg ist drinne. Kein Kommentar. Die Opfer sind noch gar nicht da. Die Opfer sind noch gar nicht da. Oh, komm, beweg dich. Wir haben noch alle Chancen der Welt. Die sind noch gar nicht da. Yeah! Alter, kann ich nicht rutschen. Okay, danke schön für die Info, Steffi. Ziel! Ich bin ein Profi. Hast du auch einen normalen DS? Ja. DS habe ich, Gameboy habe ich, 3DS habe ich, eine Wii U habe ich, eine Wii habe ich, eine Switch habe ich, einen GameCube habe ich, eine N64 habe ich. Ich habe zu viel. Ich habe zu viel. Victor, moin, aber wir spielen gerade gar keine Level, deswegen musst du mir auch keinen Freundescode von dir schicken. Freundescode, Levelcode von dir schicken. Wir spielen ja gar keine Level von Abonnenten heute. Das ist heute mal nicht geplant. Heute Online-Multiplayer haben wir gespielt. Wir haben heute schon die Endlos-Mission ein bisschen gespielt und natürlich auf die Direct gewartet, die vielleicht in 12 Minuten angekündigt wird. Mal gucken. Dann haben wir es nämlich 16 Uhr. Also es ist noch alles drin. Ich fiel bei der Stelle bei den Ketten runter. Okay. Warum war das jetzt auch dreimal? Sehr komisch. Dankeschön an Victor fürs Abonnieren. Willkommen hier bei Team Toad. Grüß dich. Willkommen.
Und an alle Neuen heute, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, um keinen Stream oder Video zu verpassen. Und joint gerne meinem Discord-Abonnenten-Server und schreibt dort mit mir und anderen aus der Community. Discord ist kostenlos, genauso wie ein YouTube-Abo. Oh nein, der Toad, der ist so weit vorne. Ey! Toadi! Nein, du Ehrenloser! Okay, alles gut. Oh, der Typ macht mich fertig. No! Hoffentlich ist da noch kein Ziel. Komm, kein Ziel. Ha! Ha! Du Keck, du! Da hat er Pech gehabt. Oh no. Was ist das denn hier? Zu viele Greifarme. Bruder. Knapp. Okay. Wir schaffen das. Was? Was? Hä? Ich hab das alles umsonst. Da fällt mir nichts zu ein. Kein Kommentar. Sehr belastend. Und moin an Briefeule. Wie geht's? Moin. Oh no, die Fische. Oh, was ist das hier? Als ob es hier unten weitergeht. Ja, belastend. Immer ein Checkpoint. Immerhin das, Leute. Alles wird gut. Oder auch nicht. Würdest du auch das neue AC streamen? Natürlich. Animal Crossing New Horizons werden wir intensiv spielen, Leute. Ist ja ganz klar. Ich freue mich mega drauf. Wir werden auch noch vorher, bevor der Teil rauskommt, werden wir auch noch den 3DS-Teil im Stream spielen. Beginnen werden wir damit im Februar, Leute. Freut euch drauf. Demnächst geht's los mit Animal Crossing New Leaf für den Nintendo 3DS. Und am Freitag gibt es ein Fragtoad. Oh Gott, was ist das denn? Fragtoad Live FAQ. Am Freitag zu, ja, da könnt ihr Fragen stellen, gerade an den Neuen, das ist vielleicht ganz interessant. Könnt ihr alles mögliche fragen über mich und, ja, was ich so mag und sonst was. Am Freitag zu Fragtoad Live, irgendwann am Nachmittag oder Abend. Oh, was ist das für ein Level, ey? Furchtbar. Hast keinen Bock mehr, Sibi. Er hat genug von dem Laggen hier. So, ich will's eigentlich schaffen, das Level. Das Level ist zwar irgendwie mega random. Und auch nicht sonderlich gut, aber, boah. Wir spielen zwar zu Ende. AC wird bestimmt nice. Oh, ja. Das wird sehr gut. Sowohl der 3DS-Teil ist sehr gut, als auch der neue Teil, der am 20. März 2020 rauskommen wird. Oh no, no, no. Alles wird gut. Alles wird gut. Ganz ruhig, Pius. Es sind nur ein paar Iglo-Fische. Die Backsäure als Backfisch und das ist alles gut. Alles wird gut. Ist nur ein bisschen Backfisch. Bisschen Iglo. So, die töten dich nicht. Alles wird gut. Ziel! Bam! Was ist mit der Direct? Wie, wo, was? Vielleicht kommt eine Direct-Ankündigung um 16 Uhr. Das werden wir sehen. In 7 Minuten könnte Nintendo etwas Großes ankündigen. Ja. Animal Crossing, wenn es einen Multiplayer-Mode hat, mit Zuschauern. Na klar. Und ja, Animal Crossing hat einen Multiplayer-Modus. Und zwar mit 8 Spielern. Mhm. Ja.
werden wir auf jeden Fall spielen. Wir werden mit euch zusammen Animal Crossing spielen, ist ja ganz klar. Und danke, dass du antwortest, weil niemand auf meine Antworten reagiert. Ich meine die anderen YouTuber. Das ist belastend. Ich gucke natürlich immer in den Chat rein. Aber eigentlich in meiner Größe oder auch darunter guckt man eigentlich immer und liest die Chat-Nachrichten. Ich weiß nicht, bei wem du sonst so schreiben tust, ist jetzt auch egal. Jedenfalls, ja. Bei ganz groß ist es ganz klar, weil da kommen so viele Nachrichten rein, ne? Im Minutentakt, keine Ahnung, 100 Nachrichten so ungefähr. Da wird es natürlich schwer sein, ist ja ganz klar. So, was ist das hier? Und moin, Timix2, wie geht's? Moin, moin. Ah, ja. Das war's mal wieder komplett. Okay, eine Bombe. Kann die mal hochgehen? Dankeschön. Was ist das für ein Level hier? Sieht sehr komisch aus, muss ich sagen. Kann mir das jemand erklären, was das hier ist? Ich sehe auch gerade den Level-Titel nicht. Schade, da ist ein Checkpoint. Okay, ein paar Autos oder so, ne? Alles klar. Kann der Taub bitte weggehen? No! Eigentlich ganz gut mit dir. Ja, ich warte halt nur auf eine Direct. Dann wird es mir noch besser gehen. Ich bin ja in einem Crossing Direct. Kann nicht wahr sein. Guck mal, ich gehe einfach oben lang. Haha. Trick 17. Ha! Oh no. Ich bin der Profi. Bumm! Ziel! Ziel! Würdest du sogar Fortnite spielen? Habe ich damals mal gemacht, aber inzwischen ist mir das ein bisschen zu langweilig geworden. Damals, als es für die Nintendo Switch rauskam, habe ich es öfters mal gespielt. Ja. Aber demnächst spielen wir Animal Crossing. Das wird richtig gut. Multiplayer-Modus mit euch und so, das wird optimal. Ja. Pete ist am Start. Hallo Pete. Moin. Ich glaube, das ist so ein McDonalds-Level. Stimmt. Das kann sein, das kann sein. Doch, doch. Okay, Leute, noch 4 Minuten. Dann wissen wir, ob Nintendo uns eine Direct um 16 Uhr geben wird oder nicht. Noch 4 Minuten. Bleiben Sie dran und erfahren Sie es als Erster mit mir zusammen. Oh, ich freue mich. Ah, 16 Uhr? Vielleicht. Wir werden es gleich sehen. In 4 Minuten. Weil, zur Info, Leute, die letzte Direct war am 4.9.2019 und die wurde um 16 Uhr deutscher Zeit angekündigt. Deswegen, alles ist möglich. Deswegen, wir müssen mal abwarten, Leute. Ach, wie der immer nicht in Türen reingeht. Ich kann kotzen. Was ist das schon wieder für ein Level? Haha, ich bin Erster, lol. Lol. 3 Minuten noch. Jo, Leute, Hype in den Chat. Hype! Oh, shit. Was ist denn da? Als ob. What? Oh, no. Er ist da reingekommen. Ich noch nicht. Scheiße. Oh, Toadette, du Oberzicke. Oh, ich könnte wieder ausrasten. 2 Minuten noch, Leute. Okay, er ist drin. Er ist drin. Sehr gut. Hallo, Toad, was geht? Siehst du da keinen? Okay, ja, dann fliege ich mal. Es ist richtig, Ehre. Wir haben's. Komm, Ziel. Oh no. Komm, besieg ihn. Okay. Ehre. Ey! Was? Pete. Du bist mit Abstand der Ehrenloseste von heute. Ehrenlos!
Oh Manuel, ja, das war's von dir komplett. So, wir wechseln auf Twitter zur Direct, meine lieben Friends, und gucken, ob da jetzt was passiert oder nicht. Ah, ich bin hier falsch. Das ist hier der falsche Tab, warte mal. Oder? Ah, ne, warte mal. Wir geben kurz Nintendo Deutschland ein. So. Okay. Gleich 16 Uhr, Leute. Hey, haben die nicht eh was getweetet? Nee, hä? Na hier, hä? 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 Das haben die gestern gemacht? Bin ich komplett lost? Das war, hä? Ich kann ja gar nicht lesen. Das war gestern. Was? Lol. Ich habe das gestern gar nicht mitbekommen. Lost. Es ist 16 Uhr, Leute. Oh shit. No! Das heißt wohl keine Direct. Moin! Keine Direct. Ja, belastend. Das war's mal wieder komplett, Leute. Nee. 16:01, kannst vergessen. 17 Uhr, nein, 17 Uhr kommt keiner, das ist safe. Höchst immer um 15 Uhr oder um 16 Uhr. Also bisher haben sie immer Directs um 15 Uhr oder um 16 Uhr angekündigt. Deswegen können wir jetzt als Bestätigung sagen, diese Woche kommt keine. Ich kann kein Mitglied werden. Warum geht das nicht bei dir? Also eigentlich sollte das gehen. Dieser blaue Button neben dem Abonnier-Button für 1,99, ja. Ja, schade. Das war wohl heute leider nix. Leider, leider, leider. Belastend. Schade. Schade, schade, schade. Ich kann auch kein Mitglied werden, da ich YouTube. Was ist One Set? Ich kenne es nicht. Keine Ahnung, warum ich kein. Warte, ich kann euch einen Link geben. Warte mal. Das kriegen wir hin, Leute. Das kriegen wir hin. Wenn ihr wollt, dann kriegen wir es hin. So, wartet mal. Habe ich das hier drin? Nee, warte mal. Ah, ich habe eine Lösung. Geht ganz schnell. Die Batterie ist leer. Ja, danke schön. Das hat wohl noch gefehlt. Sehr geil. So. Wer Mitglied werden will und das bei ihm nicht geht, hier ist ein Link. Da sollte es auf jeden Fall gehen. Deutschland hat mich gerade angerufen. Deutschland? Ah, interessant, Neo. Interessant. Stream bis nächste Woche. Jo, jetzt machen wir eine Woche Stream. Da ist jedenfalls der Link. Da soll es auf jeden Fall funktionieren. Ah, sehr gut. Ja, wir machen noch eine Runde, würde ich sagen. Komm, eine geht noch. Ah, ja, jetzt habe ich keinen Akku mehr. Ich könnte ausrasten. Jetzt habe ich keinen Akku mehr. Also ganz geil. Jetzt spiele ich mit Joy-Con weiter. Yay. Ja, moin. Okay. Joy-Con for the win. Wenn sie einen Direct machen, wünsche ich mir ein Spiel. Euch auch. Sorry, dass ich Hoffnung gemacht habe. Ja, leider wurde das nix. Leider nein. Modifizierter YouTube-Client ohne Werbung und mit allen Premium-Funktionen, außer Download. Wenn ich versuche, Käufe zu ziehen, bekomme ich nur einen Error. Da kannst du ja auf die Webseite gehen. Aber es ist ehrenlos, dass du mir keine Werbung gönnst, Octon Fire. Das macht mich gerade traurig, weißt du das? Das macht mich gerade sehr traurig. Kommen fast die Tränen. Oh no, stopp! Hallo du Maus, was geht? Moin!
Du süße Maus, du. Was soll das hier werden? Toddy. Karma. War das Pete? Ich hoffe es. Oh no. No. Ja, toll. Es war so klar. Pius 3 ist sehr traurig. Ja. In der Tat. Toll. Super. So, verabschiede mich für heute. Viel Spaß noch. Tschüss. Content Reaction. Reactions. Schön, dass du da warst. Hau rein. Tschüss. Ah, toll. Marius hat das Ziel erreicht. Wieso bei so einem Navi? Es geht nicht, warum. Schade. Ja, dann kannst du ja mal auf meinen Discord joinen, dann kriegen wir es da vielleicht noch gelöst, das Problem. Link dazu, wie gesagt, jetzt im Chat. Ja, das war's auch für heute, Leute. Letzte Runde ist zu Ende. Es war wieder sehr lustig heute. Es hat mir sehr gefallen. Und es waren heute viele da. Und es war, ja, ein toller Stream eigentlich, muss ich sagen. Obwohl es leider keine Direct heute gab, aber ja. Dann vielleicht ja nächste Woche. Ich denke aber Anfang Februar. Anfang Februar. Da werden wir eine nächste Direct ganz sicher haben. Oder eine Animal Crossing Direct, je nachdem. Das werden wir sehen. Ja, danke auf jeden Fall für alles heute. Für alle heute. Ich kann gar kein Deutsch. Oh, ich muss nicht mal Sprachen lernen. Hilfe. Nintendo Games! Ist noch zum Abschluss VIP geworden. Eskalation. Ja, Herz noch für ihn in den Chat, Leute. Für Nintendo Games, Dankeschön und willkommen hier bei den Toads noch. Danke dir, ich wollte gerade aufhören hier. Danke dir, willkommen hier bei den Toads. Bist du auf meinem Discord-Server? Wenn nein, komm auf jeden Fall vorbei, dann kriegst du deine VIP-Rolle auf dem Discord-Server. Ja, Leute, das war's für heute. Dankeschön für alle, an alle fürs dabei sein, fürs Liken und für die Donations heute von, hallo, YouTube zeigt es mir gar nicht an, ganz geil, einmal neu laden bitte, so komm, zeig es mir an, hallo, so, guck mal, das war's dann mit der Direct, ja, für diesen Monat auf jeden Fall, so. Dankeschön an Sibi fürs Mitglied werden. Vater Ibrahim 1 Euro. Kurionio. Alter, ich kenne immer noch nichts hier, ey. 229, danke dir. Pete fürs Mitglied werden. Für die 2 Euro, für 2 Euro, für 1 Euro. Nintendo fürs Mitglied werden. Und Pete für nochmal 2 Euro. Buh. Ja, danke dir. Nicht aufhören, doch heute schon. Fast 2 Stunden heute wieder gemacht. Ich muss doch noch was machen. Na, arbeiten oder hier noch vorher. Und gibt's Ärger mit Mami. Ja, Dankeschön für nochmal 2 Euro. Das warten wir noch ganz kurz ab, Leute, ist ja ganz klar. Und dann haben wir gleich alle Spaß. So, komm. Kommt der Alert noch oder heute nicht mehr? Du wirst zum Millionär, auf jeden Fall. Bald kaufe ich mir eine riesen Villa. Einblendung, hallo. Sie kommt nicht mehr. Einblendung, hallo. Hallo. Jetzt kommst du wieder dreimal, Junge. Ja. Sehr schön. Ja, das war's für heute. Jetzt sind wir auch noch am Start hier. Hi, hab einfach 45 Minuten mit der Lehrerin geredet. Oha, hast du nichts zu tun? Du kommst jetzt gerade zum Schluss, du Keck. Wie viel Geld hast du? Bisschen was. Danke dir auf jeden Fall. Und ja, danke an alle fürs Dabeisein heute. Like gerne noch den Stream, falls ihr noch nicht getan habt. Und ja, aktiviert die Glocke. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, ihr Toads. Ja, wir sehen uns demnächst wieder. Spätestens am Freitag beim Frag Toad Stream. Ja, bis zum nächsten. Tschüss, ihr Toads.